Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Factorio hier aus TGM Studio. Mein Name ist Master Schröder und jetzt haben wir hier schon die ersten Züge im, die hier mit anlaufen. Ist denn da eine rote Leitung dran? Muss das so sein? Ist hier die rote Leitung mit drin? Das ist ja Quatsch. Da muss ich mich mal verbaut haben irgendwann bei der Erstellung. Kater hat jetzt hier seinen Kratzbaum auseinandergenommen. Nee. So. Huge. Alles klar. Na da. So, jetzt schauen wir mal, welche Züge hier unterwegs sind. Und zwar ist hier einer im Stau stehend. Der soll uns diese Bretter bringen. Und dann haben wir hier noch einen, der soll uns Solder schon mal bringen. Und der ist auch schon vollgeladen. Dann kommt er gleich mit Solder an. Na gut, okay. Dann können wir auch gucken, ob das hier auf der richtigen gleich landet und dann auch weitergeht. So, wir müssen jetzt hier ein Sägewerk aufbauen. Das heißt, wir brauchen hier die Bäume raus, die dann hier zersägt werden zu Brettern und die Bretter weiterbearbeitet werden. Dazu brauchen wir insgesamt nur eine Fabrik, die uns Blades herstellt. Und 5 Fabriken, die uns 40 Holz machen, damit wir 80 solcher Bretter rauskriegen. Aus 10 solchen Fabriken, wieso haben wir die Fabriken da genommen? Kann ich die nehmen? Brauche ich nur 5 davon. Das ist ja auch gut. Wollen wir es ja bloß einen anliefern, einen abliefern? Naja gut, wir können ja nicht. Nehmen wir die hier. Jetzt brauchen wir auch 5 von, aber das sieht schöner aus. Da kann ich es besser drauf bauen. Gut, okay. Und dann haben wir das an Holz und haben da 8 Stück von denen. Gleisen wir auf 2 auf. So, was haben wir hier Schönes? Das kann dann nicht so laufen hier mit den kleinen. Das abwickeln. 240 Stück brauchen wir davon. Ne? Da müssen wir 60 anliefern und 240 von den anderen werden es dann. So, jetzt sehen wir hier schön, wunderbar. Das läuft hier rein. Der Solder kommt natürlich auch noch gleich an. Der kommt natürlich in die gleiche Bahn rein. War natürlich wieder typisch, dass Waren von der gleichen Sorte gleich ankommen hier. Sollte aber jetzt hier am Bahnhof kein Problem machen. Sollte hier bequem reinpassen. Selbst wenn die dritte Ware noch ankommt, wird es zwar kritisch gleichzeitig, aber müsste sich sozusagen dadurch, dass es über die Zeit dann rausgeht, durchaus hier auch rauslöffeln. So, haben wir jetzt hier für Züge? Du bist einer, der Solder gerade angeliefert hat. Ah, okay. Du bist der, der das gerade angeliefert hat. Okay. Du möchtest Bäume liefern. Okay. Und du würdest dann die Grünrollen liefern. Die gehen ja dann auf das andere Band zum Glück. Das ist ja schon mal schön. Okay, gut. So. Und hier eine Fliege auf Bildschirm. Also es ist aber auch heute sehr tierreich hier. Gut, also wir brauchen erstmal die Eisen. Also wir machen erstmal die Eisenabwicklung hier. Ne? Das ist hier sozusagen, wo kommt das Eisen an? Müsste theoretisch hier ankommen. Das müssen wir abwickeln lassen. Ist das eigentlich Stapler? Turbo-Stapel, ja, alles Stapler. Sehr gut. Ja, hier könnte man eigentlich direkt einladen lassen, ne, von beiden Seiten, aber naja, gut. It is wie das. So, gut. Also dann, wie brauche ich zum Abbauen, Abrollen des Eisens, brauche ich 8 Werke und kriege dann 160 mal Eisenplatten. Das ist natürlich auch schon mal schön. Da kriegen wir jede Menge. Okay. 160 Eisenplatten sind 3, mindestens 3, machen wir 4 Förderbänder draus. Bei 8 Fabriken stellen wir sozusagen 2 hintereinander und 4 nebeneinander. Oder 4 und 2 und machen dann das Förderband draus. Mal gucken, wie wir das mit dem Platz hier hinkriegen. Dass wir denn das Eisen denn dahin transportiert kriegen. So, okay, also ein Förderband mit Eisen hier raus. Das ist nur noch ganz einfach. Stapel. Wo ist er? Den wollen wir nehmen hier. So, der greift dahin. Der greift dahin und dann ist hier ein Förderband voll. Theoretisch könnte man eine zweite Etage machen, nur zur Sicherheit. Damit das Förderband auch wirklich voll liegt. So.
Also das haben wir schon mal. So, hier kommt Eisen raus. So, das Ganze bauen wir natürlich hier auch vor das Kupfer. Das bauen wir natürlich auch hier davor. Das bauen wir auch hier davor. Ja, das Licht steht jetzt leider... Upsala. Z. So. So. Und so. Und dann haben wir erstmal die Waren hier draußen. So, jetzt kommen hier die ersten Bäumchen an. Auch schön. So. Dann brauche ich jetzt ein Eisenplattenabwickelwerk, wo wir dann die ganzen Eisenplatten herkriegen. Sieht das aus hier mit den Kisten? Sind die noch 64 von euch? Ist gar nicht mehr so viel Platz dran, okay. Na gut. Aber wir haben auch alle Waren mit einmal angefordert und so weiter. Also das ist schon auch Stresstest für den Bahnhof. Was da so durchgehen kann. So, ich brauche. Wo baue ich es hin, das Eisenabwickelwerk? Mache ich es hier hin? 1, 2. Warte mal, ich müsste 3 Platz lassen. Das wäre sinnvoller. Mach mal weg nochmal. So. Wenn nicht, höre ich nämlich hier an. Eins, zwei, drei. Würde man nach außen zu wenig? Oder 4 würde man nach raus. Ich würde ganz gerne 4 Förderbahn raus haben. Das kann ich ja nicht so machen, ne? Da die Auslieferung. Ah, dann kann ich es doch wieder näher aneinander stellen. Fällt mir gerade ein. Dann kann ich es doch wieder näher aneinander stellen. Machen wir das. So. Dann ist hier reingelegt, da reingelegt. Noch näher aneinander stellen. So. Und da ist raus die Lege, Anni sagt. Und dann haben wir 4 Förderbänder mit Eisen. Das sind 240 theoretische Einheiten, die da gehen, aber das kann man sicherlich auch kürzer haben. Aber dann haben wir da zumindest das abgewickelte Eisen drauf. Eins da rein, eins da rein. Eins so lang. So. Dann hier so, so. So. Stromt. Beleuchtet. Jetzt müssen wir denen noch sagen, dass sie... Nee. Die sollen so sein. Die sollen so sein. Dann haben wir hier 4 Eisenförderbänder. So, okay. Achso, ihr sollt machen, dass jetzt Eisen abgewickelt wird. Da.
Na gut. Sieht doch schon mal gar nicht so verkehrt aus. Könnte klappen. Muss aber nicht unbedingt. Achso, jetzt sehe ich auch, warum es nicht klappen kann. Weil die Kamera hier noch nicht reinlegen. Achso, die Kamera auch nicht. So. Und jetzt haben wir Eisenplatten. Alles klar. Also, Eisenplatten haben wir schon mal hier noch. Hier sind Bäume in Massen. Ja, 200 Stacks. 200 Stacks. Ah, okay. Kohle kommt auch gerade an. Hier liegen schon mal, weiß ich nicht, wie viele Einheiten drin. 12k, 11k, 4k, 21k. Also an Bäumen ist ja die ganz große Masse dabei. So, hier sind 61 belegt. Hier sind 52 belegt. Also den hohen Durchsatz haben wir gar nicht, ne? Müsste hier noch theoretisch bunt die Misch drauf liegen. Also zwei Waren aus dieser Kiste, die hier so lang gehen könnten. Na egal. Wir wollen es ja nicht übertreiben. So, die wir noch gesetzt und dann sieht es hier gut aus. Also gut, Eisen abgewickelt haben wir. Dann brauchen wir genauso ein Förderband oder nochmal so einen Block für die Copperwire-Coil. Dann brauchen wir noch einen Block für das und für das. Jetzt machen wir erstmal Bretter und Holz. So, ich muss jetzt. Wo gehe ich mit dem Holz lang? Bretter können wir hier herstellen, theoretisch, in dem Bereich. Das heißt, ich müsste jetzt eigentlich mal von einem Förderband hier. Können wir hier erstmal einen Vierer-Dings davor bauen? Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Da. So. 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 So, 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 so. So. Wir gehen ganz schön mutig mit unserem Platz um, ne? Na gut, ach, da haben wir noch mehr als ich noch von. So, hier ist ja der Abgabebahnhof dann, ne? Das muss ja alles wieder zurücklaufen, hier hin dann. So. Dann können wir aber trotzdem hier aus dem, weiß ich nicht, überzeugen, was hier denn erst ab. Können wir ja machen. Für die Produktion. Die dann hier mit dem Material zu tun hat. So, das heißt, wir bauen jetzt hier ein Werk, welches uns Sägeblätter herstellt. Ganz einfach. Tipp, 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 tipp. So. So. Das bietet die Sägeblätter hier an. So, so. So. Das Ganze kriegt jetzt einmal Strömlinge hier. Und dann haben wir da die Sägeblätter. So, jetzt brauchen wir die Sägewerke. Wie viel brauchen wir davon? Die Bretterherstellung sind 5 Werke, wo einmal Sägeblätter dran vorbeigeführt werden müssen und die Dinger reingeführt werden müssen. Und dann wird da wie viel Holz abgeführt? 40 mal Holz ist ein Verband. Okay. Hier wird Holz raustransportiert. Wegen der doppelseitigen Bewegung. Achso, warte mal, hier muss ich Filter setzen. Weil die sollen ja nur Holz rauslagern. So, und in der Mitte kommen die Sägeblätter wieder zurück.
In die Richtung. Da oben lang. Und das Holz hier durch. So. Bevorzugter Eingang. Bevorzugter Ausgang ist rechts. So. Dann kommt das Holz jetzt in der Höhe hier durch, ne? Da in der Höhe. Hier muss das Holz mal da ganz kurz durchspringen. So. Into the Woods. Halt, die müssen wir noch. Na gut, die müssen wir erstmal einstellen. Du Sägeblatt. Sägeblatt liegen weit. Sollte jetzt zwar nicht so viel Sägeblätter hier rauswerfen, aber naja, man weiß es ja nicht. So, und du Holz. Nein. Katze! Leg dich hin, ist so gut, Mensch. Mei. Mach doch nicht so einen Stress hier. Nein. Und du Holz. Machen wir einmal ganz kurz so. Und dann machen wir den nochmal wieder so. Und dann machen wir so. Und dann machen wir so. So. Und dann nehmen wir jetzt auf der anderen Seite. Hier reinlegen. Denn irgendwo muss ich den Strom nämlich noch durchzaubern hier für beides. Mal, wo zaubern wir den Strom hier durch? Geht erstmal so. Und so. Und dann machst du mir. Ah. Oh, das war zu lang. So. Laufen da ein paar Sägeblätter durch, ne? Aber die müssten ja dann bevorzugt wieder reinlaufen dort. Hoffe ich zumindest. Oh, sieht schwierig aus. Na, lass mal gucken. Vielleicht müssen wir das auch mal in der Kiste machen, dass hier sozusagen eine Kiste immer steht, die wo 100 Stück immer drin sein sollen. Und wenn mal unter 100 drin sind, legt er von der Seite mit rein. Na komm, das bauen wir so. Machen wir über eine Kiste. Was soll der Geiz? So. Machen wir eine Kiste. Der darf immer reinlegen. Der darf nur reinlegen. Der darf immer rauslegen. So. Und der darf nur reinlegen, wenn da Sägewerk weniger als 100 sind. Dann legt er rein. Jetzt legt er rein, bis da 100 Stück drin liegen. Und mal so nach und nach. Und wenn wir hier mal unter 100 drin sind, dann legt er wieder rein. Und ansonsten, der kann immer reinlegen und kann die Kiste sozusagen überfüllen. Aber ist ja kein Überfüllen. So, jetzt haben wir hier Holz. Später haben wir es 19 Minuten. Okay, bis die Bretter bauen wir jetzt noch. Komm, du lass doch mal nach, Mensch. Mau. Kommt doch schon wieder auf den Schreibtisch hier laufen. Also. Mit dir los? Hallo? Hm. Willst du ins Fernsehen? Hab aber keine Kamera an. Kommst du als Ton ins Fernsehen? Oh. Wisst ihr nicht, vielleicht sagt er ja Mama, ich will ins Fernsehen. Man kann es ja nicht, obwohl ich. Soll ich noch einen sechsten bauen? Ach, eigentlich nicht. Brauche ich nicht. Wir brauchen jetzt eine Bretterproduktion, genau. Dieses ist 8 Werke, da kommen 80 raus, da brauchen wir so zwei Reihen.
Okay, dann mache ich das zweireich. Und zwar fangen wir hier an und da. Und machen hier zwei Platz dazwischen. Was haben wir noch da? Ist noch ein bisschen. So. Dann machen wir hier einen Förderbandeingang. Hier einen Förderbandeingang. Und hier einen Förderbandausgang. Und hier einen Förderbandausgang. Dann kommt die schon wieder aufgenommen. Die will ich nicht mehr haben. Dann kommt hier rein. So. Unglaublich. Unglaublich, was du sich heute zurechtmautzt. So. Nee. Nee. So sieht er gut aus. So. Der greift nach unten und legt da rein. Der legt nach da und so. Der greift nach unten und legt da rein. Legt raus und macht das kurz. Der greift nach unten und der legt raus. Der greift nach unten und der legt raus und so kurz. So. Naja, muss man ja auch mal ein bisschen sehen. So, sehr schön. Dann bauen wir jetzt hier den davor. Und schrauben das da dran und sagen hier, schnibbel mir mal diese Bretter. So, und dann nehmen wir hier mit dem Strommast weiter. Da, dann da oben auch. Sehr schön. So, somit haben wir zwei Förderbänder voll mit Bretter, theoretisch. Also ganz wird es nicht voll sein, aber es sind ungefähr 120 Stück, die da jetzt pro Sekunde durchlaufen könnten. So, hier sieht man schon, das läuft ganz gut. In der Kiste sind jetzt über 120 Stück. Ja gut, weil der noch nachproduziert. Naja gut, das wird sich dann ausnivellieren. Da müssen wir nochmal drauf gucken. So, hier wird immer noch fleißig eingelagert, weil hier die Kisten immer noch nicht leer sind komplett. Ne? Hier sind noch 37 Stacks drin, hier sind noch 24 Stacks drin, hier sind noch 23 Stacks drin. Okay. Also da kommt jetzt auch das Kupfer und was nicht alles durch. Jetzt liegen hier auch zweierlei auf dem Förderband. Ich glaube, so geht es eigentlich am besten. Weil das eine dann die zwei hier direkt drauflegen kann und auch ziemlich genau dann hier drinnen los wird. Während das andere dann, aber wir sehen hier auch, das läuft nicht auf beiden gleichzeitig. Ne? Das ist schon... Ja. Ideal wäre ein Förderband hier, ein Förderband da. Ne? Na, vielleicht können wir da nochmal ein bisschen was machen. So, hier die Bäume kann ich mal ganz kurz aufnehmen. Die brauchen wir nicht an der Stelle. So, dann kann ich die jetzt hier reinschmeißen. Die hier reinschmeißen. Das kann ich hier... Achso, das ist das, was hier rauskommt. Das werden wir da noch reinlegen. So, dann sind wir das jetzt mal aus dem Inventar auch los. Alles klar. Also, das funktioniert schon mal. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Und dann bauen wir nämlich weiter. Dann gucken wir nämlich, dass wir hier inline die Sachen hier rausgebaut kriegen aus zwei Fabriken nebeneinander. Zwei Reihen nebeneinander. Aber dann, ich brauche ja... Hier brauche ich vier Förderbänder mindestens. Ne, wenn nicht sogar mehr. Das muss ich dann vor Ort machen, glaube ich eher. Obwohl, jetzt brauche ich alles hier in Berlin, 30 Fabriken. Muss ich mal gucken. Da brauche ich auch die Bretter. Das heißt, theoretisch könnte ich mir das jetzt hier auch hier dann nehmen. Das Kupfer auseinander pflücken lassen auf die vielen Bänder und dann könnte ich hier die Bretterproduktion machen für die Chips. Ja. Dann gucken wir mal. Bis denn. Tschüss.